Nach der Betrachtung, die zur Entstehung von Verlusten geführt haben, wollen wir nun hier uns unterhalten, wie wir den Wärmetransport beschreiben können. Das heißt, wie wir berechnen können, dass die Wärme aus dem Bauelement herauskommt und nicht zu einer zu hohen Temperatur führt. Das heißt, nochmal zusammengefasst, können wir zunächst sagen, wir haben gesehen, es entsteht eine Verlustleistung bei Leistungshalbleiter-Bauelementen. Das heißt, eine Verlustleistung PV von T, würde ich die hier nennen, entsteht, nennen wir es mal, im Inneren der Bauelemente, das heißt tatsächlich irgendwo in der Nähe der PN-Übergänge. Das heißt, am Übergang an diesen Englisch würde man das als Junction bezeichnen. Das heißt, in der Sperrschicht, dort entstehen hier die Verluste in den leistungselektronischen Bauelementen durch die bekannten Mechanismen, das heißt Durchlassverluste, Schaltverluste, Sperrverluste und Ansteuerverluste. Die Wärme muss jetzt an die Umgebung abgegeben werden, das heißt, mit der Verlustleistung verbunden ist eine Wärmemenge. Es gilt hier, wir haben Q, die Wärmemenge, die im Bauelement entsteht, ist, kann so formulieren, das Integral von 0 bis T, wenn 0 unser Startbetrachtungszeitpunkt ist, PV von Tau d Tau, also das Integral über die Verlustleistung, die wir dort haben, ist eine Wärmemenge, beziehungsweise umgekehrt kann man auch definieren einen sogenannten Wärmestrom dq nach dt und der entspricht hier der Verlustleistung. Das ist der Wärmestrom. Das sind jetzt die physikalischen Größen, die jetzt den Entwärmungsvorgang beschreiben, beziehungsweise unser Wärmemanagement. Und was wird jetzt passieren? Das Bauelement oder generell Bauelemente erwärmen sich, solange bis sozusagen durch die erhöhte Temperatur die Wärmemenge komplett an die Umgebung abgegeben werden kann. Das heißt, tatsächlich, wenn wir jetzt gleich sehen, die Mechanismen der Wärmeübertragung sind abhängig von der Temperatur. Mit höherer Temperatur kann mehr Wärme an die Umgebung abgegeben werden. Und tatsächlich wird sich die Bauelementtemperatur so erhöhen, bis wir sozusagen ein Gleichgewicht haben aus zugeführter Wärme gleich abgeführter Wärme. Das heißt, die Bauelemente erwärmen sich so lange, bis die Temperatur im Inneren bzw. am Bauelementrand so groß ist, dass hier gilt, die zugeführte Wärme ist gleich der abgeführten Wärme. Also die zugeführte Wärmemenge ist gleich der abgeführten Wärmemenge. Das wird sich also einstellen. Das heißt, die zugeführte Wärmemenge ist die, die durch HV von T verursacht wird und die abgeführte Wärmemenge ist die, die jetzt in Abhängigkeit von der Temperatur an die Umgebung abgegeben werden kann. Aus der Physik raus kennen wir im Prinzip drei Arten der Wärmeübertragung. Das heißt, wir wollen jetzt mal so ein Bauelement betrachten. Ich mal das mal hier auf. Wir haben so ein Bauelement auf, ja, irgendwie Montageplatte, Kühlkörper, was auch immer. Das ist jetzt hier so eine Montageplatte. Da ist jetzt ein Bauelement drauf. Das ist unser leistungselektronisches Bauelement. Was passiert tatsächlich hier im Inneren des Bauelementes? Entsteht jetzt eine Verlustleistung, das heißt ein Wärmestrom, dq nach dt. Und dieser sorgt jetzt dafür, dass sich das Bauelement erwärmt und damit die Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann. Das heißt, tatsächlich haben wir hier die Umgebung, zum Beispiel Luft. Umgebung, wir werden es später bezeichnen mit Ambient, im Englischen mit einer Temperatur Theta A. Das wäre zum Beispiel die umgebende Luft. Und an die kann jetzt Wärme abgegeben werden. Genauso kann natürlich auch ein Teil der Wärme in diese Montageplatte rein. Und jetzt wollen wir die Mechanismen unterscheiden. Wir unterscheiden zum einen die sogenannte Wärmeleitung. Wärmeleitung ist ein Prozess, wo wir sozusagen einen Wärmedurchgang durch einen Festkörper haben. Das heißt, Wärmeleitung wäre jetzt in unserem Modell hier etwas an der Stelle, malen wir das mal hier in grün ein, wenn jetzt hier an der Stelle der Wärmestrom in diese Montageplatte geht und sich dann dort in diesem Festkörper ausbreitet. Das wäre die Wärmeleitung. Mal kurz hin, hier im Festkörper. Wärmedurchgang durch einen Festkörper. Und diese Wärmeleitung wird sein proportional zur Kontaktfläche A. Das wäre jetzt hier unten diese Fläche, mit der das Bauelement zum Beispiel an diese Montageplatte grenzt, wäre an dieser Stelle die Fläche und zur Temperatur, beziehungsweise eigentlich zur Temperaturdifferenz zwischen der Bauelement-Innentemperatur, die als Theta Junction für später Sperrschichttemperatur, der Innentemperatur und der an dieser Stelle umgebenden Temperatur, die wir hier zum Beispiel bei dieser Montageplatte haben, zum Beispiel zunächst auf der Umgebungstemperatur. Dann der zweite Mechanismus ist Konvektion, der zur Wärmeübertragung bei
trägt. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Konvektion haben wir immer dann, wenn wir einen Wärmeaustausch haben mit einem Fluid. Das heißt, wenn dieser Festkörper an ein Gas oder eine Flüssigkeit grenzt, wird es hier zu einem Materialtransport kommen. Infolgedessen sozusagen hier an der Stelle die Wärme abgeführt wird. Können wir uns so vorstellen, sozusagen benachbarte Atome, Moleküle des umgebenden Fluids werden aufgeheizt und dann durch die Wärmeströmung wegtransportiert. Das heißt, wir können hier so sagen, das wäre sozusagen die Konvektion. Die Konvektion hängt jetzt auch ab an dieser Stelle von der Temperatur und der Fläche. Ich nenne das jetzt aber hier AK die Fläche und an dieser Stelle die Temperatur wieder T. Warum? Habe ich jetzt hier eine andere Fläche? Tatsächlich hier diese untere Fläche war A, wo wir sozusagen diese Wärmeleitung haben, Übergang zum Festkörper. Die Fläche, die jetzt eine Rolle spielt für die Konvektion, wäre jetzt hier sozusagen die Oberfläche des Bauelements, die in Kontakt mit dem Fluid ist. Das heißt hier in diesem Fall mit der umgebenden Luft. Das heißt hier Wärmetransport über ein Fluid, das ist Konvektion. Das heißt hier zum Beispiel die Luft, relativ häufig das Medium, das die Wärme abführt. Und als letzten Mechanismus haben wir dann noch Strahlung. Das heißt, ein Körper, der eine gewisse Temperatur hat, die oberhalb des absoluten Nullpunktes ist, wird eine elektromagnetische Welle aussenden, das heißt Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung an dieser Stelle und damit einen Teil seiner Wärme abgeben. Auch das ist proportional zu einer Fläche. Ich nenne die jetzt AR, weil das eigentlich wieder eine andere Fläche ist. Und jetzt zur Temperatur hoch 4. Das heißt tatsächlich, könnten wir uns so vorstellen, wenn wir das an dieser Stelle aufmalen, einzeichnen hier Strahlung, das heißt, hier sendet dieses Bauelement nach außen die Wärme ab. Achtung, die Fläche, die wir hier haben, ist jetzt oder kann eine andere sein als die bei der Konvektion. Bald hat es sein kann, dass sozusagen Flächen sich mehr oder weniger kompensieren, zum Beispiel bei einem Kühlkörper, der Kühlrippen hat. Strahlen manche Teile auf einen anderen Teil des Kühlkörpers und die zählen dann nicht sozusagen zu der Fläche, die an dieser Stelle bei der Abstrahlung hilft, sondern da wäre es dann mehr oder weniger die Hüllfläche. Wohingegen natürlich durch die Kühlrippen man bewusst eigentlich die Oberfläche vergrößert, um hier eine größere Konvektion zu kriegen. Das sind also die Mechanismen an dieser Stelle der Wärmeübertragung, die wir betrachten. Wir werden jetzt nicht überall ins Detail gehen, wir werden uns jetzt bloß unterhalten, wie können wir jetzt sozusagen solche Prozesse einfach mathematisch beschreiben. Tatsächlich aus der Physik sind Methoden bekannt, man kann die Differentialgleichung aufstellen, oftmals mit irgendwelchen numerischen Parameter, um jetzt hier an der Stelle bestimmen zu können, wie ist der Wärmeübergang zwischen einem Bauelement und einem umgebenden Fluid. Tatsächlich machen wir das ein bisschen einfacher. Wir benutzen eine Methode, die ähnlich ist wie die Methode der Berechnung von elektrischen Netzen.